Erstmal ist hier ein deutliches Zeichen von Kraft und Stärke. Das ist auch gut so. Vor den Tarifverhandlungen im nächsten Jahr haben die Arbeitgeber gesehen, sind über 750 Betriebsrätinnen, Betriebsräte, JAV und Schwerbehindertenvertretungen hier Personalräte. Das ist ein starker Auftakt, ein starkes Zeichen. Es geht um die Zukunft der Mobilität, es geht um Personalmangel als großes Thema, aber auch die Zukunft des Betriebsverfassungsgesetzes in der Transformation und in der Digitalisierung. Von daher haben wir eine Menge Aufträge, die wir vor allem an die Bahnen, aber auch an die Politik adressieren müssen.